Na schön, Lukas. Wie du willst. Keine Fallen über uns. Wie sein Vater. Laut und deutlich. Scheiße! Ich höre dich laut und deutlich, mein Kumpel. Und wir wissen auch, worauf das hinausläuft. Du kleine Ratte. Du hast ein wirklich gutes Auge. Dankeschön. Da haben wir auch schon die nächste. Na. Ich beiß dich gleich, Kumpel. Oh, da haben wir wieder Patronen. Ich lasse die Tür offen. Ich weiß nicht, reicht das? Kein Problem. Ich mach gleich mit dir ein bisschen Sauerei. Dann hebt sich das wieder auf. Die nächste, sag mal. Ah! Okay. Reparatursatz! Für die zweite... Ah, nice. Ah, schau mal, was wir da haben. Ethan, dafür habe ich die da aber nicht abgebracht. Sorry. Aber das sind einfach zu viele. Habe ich keinen Bock drauf. Der ist aber nicht schlecht. Der baut selbst Minen, also Stolperminen. Der Kerl hat schon was im Köpfchen. No risk, no fun.
Hätte auch in die Luft gehen können. Bei dem weiß man nie. Das war zu offensichtlich. So eine unscheinbare Kiste im Dunkeln. Hm. Ich weiß nicht. Sag du's mir, was ich gegen Kisten hab. Schätze, ich muss wohl einen Gang zulegen. Scheint wohl so. Kein Schrank, nichts. Finde ich nicht in Ordnung. Pass auf. Das kommt weg. Flammenwerfer brauchen wir erstmal nicht. Den glaube ich auch nicht. Dietrich auch nicht. Die zwei, das Reparaturkit brauchen wir. Defekte Flinte. Nein! Die ist mit Sicherheit stärker. 2 von 2. Sieh mal einer an. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Okay. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. 0, 5. Tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Hui! Oh, eine Tür! Das war so offensichtlich, mein Lieber. Egal. Die Tür geht auf, egal was man nimmt. Ich trau dem nicht mehr. Aber wieso geben wir das so... Scheißbeutel. Und leere Schränke. Scheißbeutel und leere Schränke. Trau dem nicht. Gewehrmunition. Ach, die kann nur 2 Stück fassen. Die ist... auf jeden Fall stärker. Okay. Einem Schuss! Das ist... Boah, die Waffe liebe ich jetzt schon. Hat sich das also schon erledigt? Na... Ich glaube, das überlebe ich nicht. Alter.
dieser Psychopath. Ich kann aufstehen, oder? Wieder einfach überall den Scheiß. Nee. Die Kiste. Sorry, aber die Kiste ist zu offensichtlich. Aber ich will's wissen. Du kleine Ratte. Ciao. Pistolenmuni können wir uns herstellen jederzeit. Ciao. Ah, wir haben ja die Steroide genommen. Dadurch regenerieren wir automatisch Gesundheit. Hallo! Mit genug Platz zum Ausweichen ist das kein Thema. Und wenn es nur einer immer ist. Ich möchte jetzt mal meine Ruhe beim Durchsuchen, deswegen knalle ich die jetzt gerade mal ab. Mal zuerst da. Das ist schön hell da drin. Safe Room. Pass auf. Davon haben wir jetzt so viele gefunden. Wie viel haben wir davon jetzt noch? 1, 2, 3, 4. 3 Schießpulver. Alter, so viel Kugel brauchen wir nie im Leben. Obwohl, die nehme ich noch mit. Ich habe sie nun mal schon so hin, dass ich sie auch wieder leicht finde. Verbesserte Pistolen. Na, man weiß nie. Ich mache mir auch schon mal wieder... Zum Glück war das nicht nötig. So, jetzt haben wir wieder 3. Zack. Und zack. Ey, als hätte ich es geahnt. Und die Folge ist jetzt wieder... Ja, vorbei. Oh. Nice, Schrot. Hier ein... Fernseher, ist klar. Das wollte ich gerade gähnen. Musste dann doch nicht. hier drinnen Fernseher. Das ist, ja. Moment, ich probiere mal was aus. Wir finden davon eh wieder genug. Ich schaue mal, wie viel wir davon noch haben. 1, 2, 3. Nur noch 3. 1, 2, 3. Und 2 Lockpicks.
die man vielleicht mal immer mitnehmen kann. Die hat immer nur 2 Schuss, das ist ein bisschen... Gut, dann können wir die aber eigentlich... Ich weiß nicht, ich habe das schon mal gesagt, ich mag das gerne aufgeräumt. So. Pistolenmunition, verbesserte Pistolenmunition. Das ist eigentlich genug, ne? Da habe ich aber lieber 30 Pistolenmunition dabei, das sage ich ganz ehrlich. Ah! So, mal nachgeladen. 10 verbesserte. So, dann speichere ich nochmal ab. Und dann läuft es wie immer. Ich schaue privat mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Und ja, dann, dass wir halt so ziemlich alles mitnehmen. Vielleicht haben wir sonst nämlich Nachteile davon. Ja. Dann hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr könnt mir gerne was in die Kommentare schreiben. Positiv, wenn ihr was zum Meckern habt. Dann auch ein bisschen negativ. Allerdings nur, wenn es berechtigt ist, wenn ich bitten darf. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.